Er ist wieder da, zurück in der Bundesliga. Andreas Hinkel spielt jetzt im Breisgau beim SC Freiburg. Man kennt ihn noch vom VfB Stuttgart als einer der jungen Wilden. Dann war Hinkel 5 Jahre lang unterwegs in Europa, spielte in Spanien, in Schottland. Jetzt trägt er Rot-Schwarz, hat 3-mal gespielt und 3-mal verloren, zuletzt gegen Leverkusen. Woran lag's? Es ist die letzten Spiele schon so gewesen, also dass wir eigentlich immer gut im Spiel waren und sehr gute Ansätze nach vorne auch hatten, viele Chancen kreiert haben und aber dann das Tor nicht getroffen haben und hinten einfache Tore kassiert haben. Vielleicht ein Spiel und wir machen mal ein paar Glocken vorne und kann da auch eine positive Serie entstehen. Jetzt sind Sie seit 3 Spielen da. Wie können Sie denn als erfahrener Spieler dem SC Freiburg helfen? Ja gut, man muss ruhig bleiben trotzdem in so einer Situation. Man darf nicht jede Woche oder jeden Tag auf die Tabelle schauen. Generell, man muss viel sprechen. Also das habe ich in Schottland vor allem auch mitgenommen. In Schottland, da ist ja auf dem Platz richtig laut. Jeden Tag im Training wird es eigentlich rumgeschrien, sage ich mal. Da schreit jeder jeden an. Aber das ist eigentlich nur positiv gemeint. Das versuche ich natürlich auch den jungen Spielern zu sagen, dass die genauso, obwohl sie jung sind, wenn sie was sehen, was sagen sollen. Also das ist, da kann man schon noch viel rausholen, sage ich immer. Wie eben in Schottland. Dort wurde Hinkel 2008 mit Celtic Glasgow schottischer Meister und Pokalsieger. Seinen größten Titel hatte Hinkel da eh schon geholt, den UEFA Cup 2007 mit dem FC Sevilla. Was hat er von da unten aus Andalusien noch alles mitgebracht? Sevilla ist ein Teil von mir, das war eine super schöne Zeit. Da habe ich so viel erlebt in 1,5 Jahren. Da ist es natürlich, sind die Leute schon ein bisschen relaxed. Das sind so Sachen, das überträgt sich generell. Die sind sehr professionell, auch im Fußball jetzt, aber es gibt auch ein Leben außerhalb vom Platz. Das heißt, selbst wenn Spiele verloren gehen. Und das habe ich auch echt gelernt, weil ich natürlich aus dem Schwabenland komme. Da ist ja natürlich auch so Perfektionismus ganz hoch angesehen. Und das lernt man natürlich auch da. Und wenn man dann verliert, dann ist dann eine Stimmung die nächsten 2, 3 Tage, 4 Tage richtig, oh, wir haben verloren und ich darf nicht lachen und wie auch immer. Und die unterscheiden da ein bisschen. Da wird das nicht alles überschnitten, so Privatleben und Beruf. Und hier in Deutschland ist es so ein Ding, du bist immer damit beschäftigt. Und du schaltest dann oft nicht ab. Aber das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man auch mal abschaltet vom Fußball und nicht jeden Tag dauernd fokussiert ist auf das. Ich habe das Gefühl, Sie sind so ein Abenteurer-Typ. Ist das richtig, dieses Abenteuer? Ja, das kann gut sein. Ich war schon immer so ein Typ. Ich wollte auch schon immer ins Ausland. Also das war auch schon immer ein Ziel von mir, das zu machen, wenn ich die Chance bekomme oder wenn ich die Chance habe. Und einfach das Aufnehmen, einfach reingehen und nicht wissen, was kommt und dann sich aber voll damit auseinanderzusetzen. Im August letzten Jahres verletzte sich Hinkel beim Celtic-Training. Diagnose: Kreuzbandriss, 9 Monate Pause. Danach hatte er keinen Einsatz mehr in Glasgow und sein Vertrag wurde nicht erneuert. Hinkel durfte beim VfB Stuttgart mittrainieren, aber nicht spielen. Halt vereinslos. Ich habe die Zeit teilweise auch genossen, muss ich sagen. Ich hatte mehr Zeit für meine Familie. Ansonsten ist es bei mir so, ich habe ja schon 11 Jahre, ich habe mit 18 angefangen, bin jetzt 29, habe 11 Jahre schon Profifußball gespielt. Ich habe schon einiges erlebt jetzt auch, war deshalb vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Das Schlimmste für mich war wirklich, nicht mehr zeigen zu können, dass ich es noch kann und dass alles funktioniert bei mir. Also das sind so die Gedanken gewesen, aber ansonsten war ich trotzdem relativ ruhig, weil meine Familie, der geht's gut, sie sind alle gesund, das ist eigentlich das Wichtigste. Ist das jetzt so eine Art Happy End auch für Sie, jetzt hier in Freiburg zu sein? Ich hoffe nicht, dass es ein Happy End, also Happy End ist immer gut, aber ich meine, dass es generell das Ende ist jetzt. Ich bin jetzt 29 und hoffe schon noch, dass ich ein paar Jahre spiele. Und ja, der SC Freiburg gehört jetzt auf jeden Fall zu meiner Karriere dazu und zu meiner Lebensgeschichte. Und wird daher auch immer ein Teil von mir sein, also. Den werde ich auch in mir tragen, dann positiv.